Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Liebeslegung. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Wir wollen heute gemeinsam in die Karten schauen. Wir machen eine Legung auf deinen Herzensmensch, dein Gegenüber. Das kann sowohl ein Mann sein als auch eine Frau. Aus Gründen der Bequemlichkeit spreche ich aus der Perspektive einer Frau heraus, die auf einen Mann schaut. Und wenn du ein Mann bist, musst du es dir bitte umdrehen. Wir schauen heute mal, was sich auf der Kopfebene, der Herzebene und der Handlungsebene zeigen mag. Und wie immer, es ist ein allgemeines Orakel. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. So, wir fragen nach, was ist auf der Herzensebene, auf der Kopfebene und auf der Handlungsebene deines Gegenübers zu sehen? Zwei Karten sind schon gefallen. So, machen wir die Kopfebene. Wir haben hier den Anker, das Kreuz und die Sense. Ich hoffe, ihr seht das alles so noch gut. Wir schieben es mal zurecht. Was befindet sich auf der Herzensebene? Die Herzensebene des Herzensmenschen. Huch, meiner Zuschauer, hier sind ganz viele Karten in einem Pulk gefallen. Die nehmen wir nicht alle, sondern wir wollen drei Karten haben. Drei klare Aussagen darüber, was zurzeit wichtig ist. Nein, gibt es nicht. Wir machen es noch einmal. Interessante Energien. Es gibt hier vielleicht auf der Herzensebene viel zu sagen. Aber wir beschränken uns heute auf drei Karten. So, wir haben den Park, die Fische im Zentrum der Legung und das Schiff. Ja, sehr wässrige Energien, interessant. Und die Handlungsebene. Die erste Karte ist das Haus, die zweite ist die Sonne und die dritte Karte ist der Schlüssel. Sehr interessante Kombination. Ich erinnere mich dran, wir hatten letzte Woche, oder war das Mittwoch jetzt, hatten wir den Schlüssel auf derselben Position, auf der Unterseite des Decks der Sarg. So, wir beginnen mal mit der Kopfebene. Also, wir haben den Anker, das Kreuz, die Sense. Hier wird etwas neu durchdacht. Der Mensch, auf den du hier schaust, macht sich bewusst, wo er in seinem Leben fest sitzt, wo er festhängt, womit er sich zusammengetan hat. Hier überlegt sich jemand, neue Wege zu gehen, alte Zöpfe abzuschneiden mit der Sense und auch karmische Verstrickungen als das zu erkennen, was sie sind. Hier hat eventuell auf der Kopfebene bereits ein Umdenken stattgefunden. In der Vergangenheit hat sich dein Herzensmensch vielleicht sehr an Vorstellungen geklammert. Wir sehen hier einen Menschen, der durch seine eigenen moralischen Vorstellungen eventuell auch in einer Sackgasse sich befunden hat und sich dort eingerichtet hat, es versucht hat, so gut wie möglich anzugehen, ja, sozusagen sein Schicksal anzugehen, in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch dort Erfüllung zu suchen, wo einfach keine mehr zu finden ist. Hier hat sich jemand in eine Wunschvorstellung sozusagen hinein interpretiert und ist dabei, diese Sache neu zu überdenken. Auf der Kopfebene finden hier viele Gedanken bezüglich neuer Wege statt und dem Umbruch eines alten Systems. Das kann ein Familiensystem sein, eine Partnerschaft, eventuell mit den Fischen im Zentrum der Legung, aber auch ein berufliches Thema. Eventuell möchte hier jemand tatsächlich seinen Beruf und sein Liebesleben in Einklang bringen. Schauen, wo der Fokus und die Prioritäten tatsächlich liegen könnten, wenn man es schafft, hier alte Pfade zu verlassen. So, auf der Herzensebene haben wir ein Thema, das zeigt, dass er sich jetzt hier öffnen möchte. Er möchte sich öffnen für tiefgründige Herzensangelegenheiten, aber auch vielleicht für die eigenen Bedürfnisse, die nicht durch Finanzen gestillt werden können. Hier ist jemand in einem Prozess, wo ihm vieles bewusst wird. Mit dem Sarg findet die Transformation auf vielen Ebenen statt. Und dieser Mensch ist dabei, Altes abzuschneiden, um dann letztendlich frei zu sein für neue Dinge. Um hier wieder in See zu stechen, um die Segel zu setzen, hin zu neuen Ufern. Im Herzen macht sich dieser Mensch bereit, wieder mehr Kontakt zuzulassen, mehr Nähe zuzulassen und auch tiefgründigere Beziehungen einzugehen.
Es kann sein, dass er sich jetzt noch an der Oberfläche befindet, sozusagen, dass er nur an der Oberfläche des Wassers herumkratzt, nur ein wenig in seine Gefühle geht, aber er hat einen Plan. Er hat für sich einen Plan zurechtgelegt, wie er seiner eigenen Wunscherfüllung entgegengehen kann. Und er denkt hier auf der Handlungsebene über einen Umzug vielleicht nach. Mit dem Haus kann es ein Thema sein, einen gemeinsamen Haushalt zu verlassen oder auch umzuziehen in eine neue Region, mit dem Park zusammen woanders vor Anker zu gehen hier. Jemand überlegt sich, dramatische Veränderungen einzuleiten. Diese dramatischen Veränderungen sollen für ihn der Schlüssel zum Glück sein. Es soll in Zukunft mehr Wärme in sein Leben einziehen, mehr Wohlgefühl und bessere Kommunikation. Hier sollen ja Schatzkisten sozusagen geöffnet werden. Wenn wir hier reinschauen, kann es auch sein, dass er mit dem Schiff, mit dieser Sehnsucht, etwas Neues in sein Leben zu erhalten oder auch zu finden, ja, etwas Neues zu finden, einen Schatz zu finden, macht er sich hier mit dem Herzen auf den Weg zu neuen Erfahrungen. Und diese neuen Erfahrungen sollen in seiner Vorstellung vom guten Leben natürlich positiv sein. Eventuell verdrängt dieser Mensch eine Phase, wo er durch seinen eigenen Prozess gehen muss in Form von negativen Gefühlen. Jemand legt hier, nachdem er sich entschieden hat, neue Pfade zu gehen, seinen Fokus sehr stark auf Positivität, Schwung, Unabhängigkeit, ein gutes Single-Leben. Jemand versucht hier oberflächlich, auch in der Außenwelt, so dazustehen, als wäre er sehr, sehr glücklich und zufrieden mit seiner neu errungenen oder neu geschaffenen Freiheit. Aber als kleiner Warnhinweis ist hier zu sehen, dass dieser Mensch vielleicht die dunkle Nacht der Seele überspringen möchte, das Jammertal lieber überfliegen möchte, als zu durchschreiten. Also passe du auf als das Gegenüber, dass dieser Mensch nicht vollkommen ungeheilt versucht, in eine neue Beziehung einzutauchen. Ja. Nicht zu schnell zu große Schritte gehen, könnte man hier auch sagen. Wir schauen jetzt mal mit den Seelenforscherkarten in die Kopfebene hinein, ob wir hier noch weitere Informationen finden, welches schicksalhafte Kreuz hier vielleicht auch aufgelöst wird, welche Verankerungen sich lösen dürfen. Schauen wir mal. Wir nehmen drei Karten. Zwei sind schon gefallen, das ist die dritte. Vielen Dank. Also, wir haben hier zum einen, ach, sehr schön, ein Abenteuer. Geh, wohin dein Herz dich trägt, mit dem Schiff hier und der Öffentlichkeit kann es gut sein, dass er hier, wie gesagt, neue Pfade gehen möchte und auch bereit ist, jetzt weniger aus dem Kopf zu agieren und mehr aus dem Herzen zu handeln. So, dann haben wir hier den Rückenwind. Nichts steht dir im Wege, auch hier mit dem Schiff und dem Rückenwind haben wir zweimal diese in Aufbruchsstimmung, dieses Verlangen, neue Horizonte zu erkennen, zu schauen, wo ist das Ende meiner Welt, wie weit kann ich hier reisen, was kann ich alles über den Haufen werfen. Hier versucht jemand, sich wirklich abenteuerlich in seine Zukunft zu begeben, in seine Zukunft zu stürzen und findet es auch ganz gut. Er fragt sich außerdem, was würde die Liebe tun? Ja, hier ist jemand darauf bedacht, jetzt wirklich auch schöne Seiten in seinem Leben zu entdecken, ist dabei aber vielleicht ein bisschen ungeübt, untrainiert, unbedarft vielleicht, ein bisschen Narrenenergie schwingt hier mit bei. Frage dich immer, was würde die Liebe tun? Und dieser Mensch ist vielleicht bereit zu lernen, neue Liebesakte auch zuzulassen, neue Formen der Liebe, neue Arten der Zuneigung, die ihm vielleicht so bisher noch gar nicht bekannt waren. Es kann sein, dass dieser Mensch sich sehr lange auch für andere aufgerieben hat, dass dieser Mensch sehr lange hart gearbeitet hat, um Sicherheiten im Außen zu bieten, weil er dachte, dass er so die Liebe in seinem Leben festhalten kann. Aber jetzt ist ihm aufgegangen, dass materielle Besitztümer oder auch äußere Umstände nicht die Liebe definieren, die zwei Menschen miteinander haben. Hier versteht jemand neue Rahmenbedingungen oder hier akzeptiert jemand, dass seine Vorstellung von den bisherigen Rahmenbedingungen vielleicht auch einfach falsch waren. Wir schauen mit diesen Karten mal auf die Herzebene.
Wenn wir eine Botschaft bekommen von deinem Gegenüber, welche darf es sein? Welche drei Karten wollen hier fallen? Wenn das Herz spricht, was sagt es uns? So, wir beginnen mit der letzten Karte. Das Herz sagt, ich liebe dich. Ja, das Herz ist klar, das Herz liebt. Der Kopf fragt sich, was würde die Liebe tun? Und das Herz sagt, hey, ich liebe dich. Dann haben wir die Karte, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Das ist der Prozess, durch den der Mensch gerade hindurchgeht. Er versucht hier alles Alte loszulassen, seien es alte Menschen oder auch alte Konzepte, Glaubensvorstellungen oder die besagten Rahmenbedingungen. Hier denkt jemand und fühlt jemand ganz, ganz neu, auch in Bezug auf dich. Eventuell ist ihm auch aufgegangen, dass eine gute Beziehung Halt und Herausforderung zugleich bedeutet und nicht immer alles eitel Sonnenschein ist, nicht immer jeder Streit zu einem kompletten Zusammenbruch der Beziehung führen muss, dass nicht jede Auseinandersetzung generell negativ ist. Hier erkennt vielleicht jemand auch, wie wichtig es ist, klar zu sein auf der gedanklichen Ebene, seine eigenen Gedanken zu formulieren, seine eigenen Handlungsweisen zu verstehen, seine Programmierung und Konditionierung vielleicht nicht als die einzige Wahrheit anzuerkennen, sondern wirklich zu schauen, dass es auch noch andere Meinungen gibt, weil er jetzt lernt, auf sein Herz zu hören und damit in die Tiefe seiner eigenen Gefühle einzutauchen. Wir nehmen nochmal zwei Karten, der Engel der Liebe. Welchen Hinweis dürfen wir hier noch erhalten? Dann haben wir hier einmal, gib dir Mühe, große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Mit der Sonne und dem Schlüssel hier unten möchte er ja in diese Wunscherfüllung, er möchte so handeln und er möchte sich Mühe geben, dass eine Beziehung mit dir funktioniert. Eventuell ist er dabei, wie ich sagte, ein wenig überschwänglich oder tapsig vielleicht, könnte man sagen. Hier ist jemand noch ein wenig in seinen Kinderschuhen und ist aber bereit, sich halt Mühe zu geben. Hier kommt jemand wirklich mit ehrlichen und offenen Absichten in deine Richtung und möchte seine Liebe zum Ausdruck bringen. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Dieser Mensch wird dich kontaktieren, dieser Mensch wird auf dich zugehen und dieser Mensch wird auf seine Art versuchen, eine Brücke zu dir zu schlagen, sobald er bereit ist, hier ein für alle Mal einen Cut zu machen, einen fetten Schlussstrich zu ziehen. Und in dem Moment, wo er soweit ist, wird er auch seinen Schritt einleiten und dich auf jeden Fall wieder in sein Leben einladen, sofern ihr gerade keinen Kontakt habt. Ansonsten wird dieser Kontakt höchstwahrscheinlich intensiver werden. Wir schauen nochmal in die Zeitkarten hinein. Wie immer, zeitliche Angaben sind nur irgendwelche Richtwerte. Lass dich davon nicht verwirren. Wenn das für dich nicht stimmig ist, ist das okay. Wir nehmen zwei Karten und du wählst dir eine aus und schaust, welche für dich die stimmigere ist. Karte Nummer 1 und Karte Nummer 2. Wir beginnen natürlich mit Karte Nummer 1. Das ist die Löwenkarte. Befreie die Herzkraft 5 Wochen, 5 Monate. Es kann gut sein, dass dieser Mensch selber sehr feurig sich fühlt, dementsprechend sich auch diesem Feuerzeichen dann hingibt. Und wer weiß, 5 Wochen, 5 Monate könnte der Prozess dauern, bis der Herzensmensch seine Themen geklärt hat und endgültig bereit ist, mit offenem Herzen dir Tür und Tor zu öffnen und hier einen positiven Fortschritt halt zu wagen. Wenn du dich für Karte Nummer 2 entschlossen hast, dann kann das Ganze eventuell 10 Wochen oder 10 Monate dauern. Realisiere den Erfolg. Hier muss jemand vielleicht auch seinen Erfolg in Etappen abarbeiten. Hier öffnet sich jemand vielleicht schrittweise. Wenn du diese Karte gewählt hast, dürfte es möglich sein, dass dieser Mensch immer wieder so ruckartig auf dich zugeht, dann wieder eine Verschnaufspause braucht, dann wieder einen kleinen Ruck macht und so weiter und so fort, bis er die ganze Leiter abgelaufen ist und sein Ziel bist du, die Wunscherfüllung hier mit der Sonne. Gut, wir schauen abschließend als letztes noch in die Erat-Aliquando-Karten und schauen mal hinein,
was ich uns da noch zeigen möchte. Eine einzelne abschließende Karte nehmen wir dazu noch. Also, ups, das ging aber flott. Nehmen wir die. Das ist die Dorfkneipe. Zum einen steht das natürlich für die Legung, die Yonanda mit diesem Kartenset immer macht. Und zum anderen kann es auch sein, dass dieser Mensch wirklich öffentliches Interesse an dir bekunden wird. In der Öffentlichkeit, in eurem Freundeskreis, auf der Arbeit oder wie gesagt in der Dorfkneipe. Der Mensch wird hier einen Weg finden, dich einzuladen, etwas mit dir öffentlich zu machen und seine Liebe hier zum Ausdruck bringen. Er wird es höchstwahrscheinlich nicht lange ohne dich aushalten und dich höchstwahrscheinlich dann hier innerhalb der nächsten 5 bis 10 Wochen spätestens auf ein Date einladen und du wirst merken, dass dieser Mensch wirklich Interesse an dir bekundet, dich einlädt, hier mit ihm zusammen auch häuslich zu sein, irgendwo hinzugehen, etwas zu machen. Ja, ihr Lieben, das ist doch eine wunderschöne Legung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das so ist, freue ich mich wie immer über Kommentare und Däumchen nach oben. Wer mag, darf gerne mal auf meiner Homepage vorbeischauen, mir ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann, alles Liebe. Tschüss.